wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play. Na also. Witcher 3 mit Paxis. Es sollte recht einfach sein, was hier wohin kommt. Das war wohl deins. Passt perfekt. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Olgierd von Evereck hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Iris von Evereks größte Angst. Ich bin gespannt. Moment mal. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da mein Herz von eisiger Leere erfüllt ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin welkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Mögest du in Gesundheit leben und dich nur an die guten Zeiten erinnern. Olgierd. Das ist ja tatsächlich gruselig. Aber ist eh ab 18 das Spiel, von daher. Komm schon, komm näher. Alter, ein Hexer im Gesicht. Deine weint. Oh Gott, hat er viel Energie. Alter, kämpft er gut. Alter, kämpft er gut. Ein Hexer bin ich nicht. Na, wie lange soll ich noch warten? Du hast dich mit einem Gefährten. Das sind Hexer. Ah, okay, die leben also nicht ewig weiter, sondern
gehören alles... Ach, ich muss also auch gar nicht alle auf einmal bekämpfen, sondern kann die einzeln platt machen, was es deutlich einfacher macht. Ist der jetzt eingefroren oder was bedeutet das? Okay, das, so ist es relativ einfach, wenn ich die einzeln platt machen kann. Ich darf halt nur die anderen nicht berühren, während ich den einen platt mache. Zwei noch. Na, wie lange soll ich noch warten? Scheiße. Du glaubst wohl, dass du die Aufgabe löst. Glücklich bis an das Ende bist. Verdammt! Boah, ich will kontern, aber mach's immer im falschen Moment. Das gibt's doch nicht. Also, einer noch. Na also. Du bist nicht er. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich habe dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht.
Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst, wie meine schöne Rose. Als du das Skizzenbuch auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich lernte, das Gesicht meines Mannes zu zeichnen. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Dein Mann hat einen mächtigen Feind, Gaunter Odim. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer ist er und wie geriet er in euer Leben? Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgierd den Mann des Glases. Wegen mir wünschte er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Olgierd wird Odim doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Olgierd verdient deine Sorge nicht. Er gibt vor, glücklich zu sein, aber er ist es nicht. Ich glaube, ich nehme das Zweite. Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren. Wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist. Bis gar nichts mehr ist. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ich die Rose nicht nehmen soll, also... Oder? Irgendwas zieht mich zur 2, obwohl es eigentlich keinen richtigen Sinn ergibt. Ich kann die Rose nicht nehmen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas zieht mich zur 2. Auch Geralt wird mal
auf ein Bauchgefühl hören. Ich kann die Rose nicht nehmen. Bist du nicht ihretwegen gekommen? Ich kann Iris nicht ins Vergessen zwingen. Sie denkt und fühlt noch immer. Und sie wird nur Eindringlingen gefährlich. Sieh sie und ihre Welt an. Sie ist dazu verdammt, auf ewig in ihrer schmerzhaften Vergangenheit zu leben. Sei gnädig. Nimm die Rose. Was soll ich tun? Was möchtest du? Ich weiß nicht, was ich will. Ich habe so riesengroße Angst. Ihr zwei, ihr versucht mich zu überreden, die Rose zu nehmen. Warum? Wir wollen Iris von Everick helfen. Und dir. Großherzige Dämonen? Wohl kaum. Ihr seid doch Dämonen, stimmt's? Ihr solltet Iris bis ans Ende ihrer Tage dienen. Ihr Tod war aber nicht das Ende. Und ihr seid dazu verdammt, für immer in der Welt ihres Leids zu bleiben. Ihr selbst könnt den Vertrag nicht brechen. Also muss ich es für euch tun. Wenn ich die Rose nehme, hört Iris auf zu existieren und ihr seid frei. Du hast recht. Ist das falsch von uns? Unsere Absichten sind lauter. Wir sind nur Statisten in dieser Tragödie, die schon viel zu lange dauert. Wir können der Herren nicht helfen und ihr Schicksal rührt uns nicht. Kann man uns vorwerfen, dass wir die Bühne verlassen wollen? Nicht einfach ihres Schicksal entscheiden. Ich nehme die Rose nicht. Ich muss aufhören. Ich nehme die Rose. Hä? Boah, ich würde halt mega gern wissen, was bei Nummer 2 passiert. Aber ich nehme die 1. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was bei 2 passiert. Mal gucken. Vielleicht lade ich dann einfach nochmal, um mir das anzugucken. Weil das interessiert mich gerade richtig. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierts Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, der leidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist. Leb wohl. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everick. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Krass. Macht einen schon leicht betrübt und vor allem auch nachdenklich. Also betrübt wegen der Geschichte von den Everacks und nachdenklich wegen diesem Gaunt Odim. Wie ich gesagt habe, das ist halt wahrscheinlich ein Dämon. So, ich speichere jetzt erstmal. Und jetzt gucke ich mal, wo wir hier laden können, also ob es da einen Zeitpunkt gibt. Wo
Boah, jetzt brauche ich halt... Ich weiß halt jetzt nicht, was nach dem Kampf ist. Also welche Speicherung ist denn jetzt nach dem Kampf? Das muss ja eigentlich dann das sein. Das hier ist 250, war gerade eben. Das muss das hier eigentlich sein. Ich will einfach wissen, was bei den zwei passiert. Hä? Das geht doch gar nicht. Ich kann doch die Rose nicht da lassen. Damit beende ich ja wahrscheinlich nicht das Spiel, oder? Also, das erklärt sich mir gerade überhaupt nicht. Es kann natürlich sein, dass die dann sagt, jetzt nimm die Rose, bla bla bla, komm jetzt, du Weichei. Und er es dann trotzdem nimmt. Also das ist gerade so das Einzige, was ich mir überlegen könnte, wie das Ganze jetzt weitergeht, wenn ich sage, ich will das nicht machen. Aber ich bin gerade so neugierig darauf, dass ich diese Option, ich hoffe mal, dass es jetzt richtig geladen ist, dass ich diese Option sehen möchte. Wie spät ist es eigentlich? Okay, noch nicht mal um 11. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe mal, es ist jetzt nach dem Kampf und nicht davor. Ich habe keinen Bock, den Kampf nochmal zu machen. Der war zwar vom Schwierigkeitsgrad nicht so krass, aber hat trotzdem recht lang gedauert. Ich glaube halt fast, es ist vor dem Kampf und nicht danach. Oh, fuck, ich wusste es. Scheiße. Na komm. Ich mache ihn jetzt nochmal, wird halt eine extra lange Folge. Na, ich muss mal die Fackel weglegen, damit ich blocken kann. Bald wird ein Hexer beerdigt. Der Himmel weint. Na, wie lange soll ich noch? Komm her. Leblos und langweilig. Leblos und langweilig. Komm her. Wie ein Felsbrocken an der Straße. Also, Hexer beerdigt. Der Himmel weint. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann angelassen, Hexer. Bald wird ein Hexer. Okay, wie einfach mal viel schneller und einfacher geht der Kampf, wenn ich aggressiver bin. Hä, ich war doch noch gar nicht fertig mit dem einen Typ. Egal, jetzt drücken wir natürlich durch. So, dass ich schneller an die Stelle kommen. Du. War. Mit. Was? Ich bin. Die. So, Olgert geht es gut. Aber da können wir direkt mal gucken, was passiert, wenn ich eins nehme. Mach dir keine Gedanken um ihn. Er ist nicht mehr der, den du geliebt hast. Sein Herz ist also weit. Und hat. Nicht. Die Ruhe. Nein. Ich muss. Ich. Ich. Bist. Ich. Sie. Ihr. Wie. Oh. Ihr. Ihr. Du. Kann. So, jetzt bin ich gespannt. Ich kann dein Schicksal nicht entscheiden und die Rose nehmen. Du willst mit leeren Händen zurückkehren? Und deine Aufgabe? Die Rose bleibt bei Iris. Dann muss es wohl so sein.
Vielleicht befreit uns im Lauf der Jahre jemand anders. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Und ich fühle zwar keine Dankbarkeit, aber ich schicke dich nicht mit leeren Händen fort. Sieh, die Blütenblätter werden dunkel. Die Blume schließt sich und mich übermannt der Schlaf. Gute Nacht, Fremder. Wenn du draußen bist, wird die Rose auf dich warten. Und ich versinke wieder in die Träume von dem, was einst war. Olgierd. Ich möchte bei Olgierd sein. Wieder in diese Augen blicken, auf die sogar der Teufel stolz wäre. Leb wohl. Okay, wir kriegen also trotzdem eine Rose, aber nicht die ihr eigentlich gehört, und dann bleibt halt der Traum von ihr weiterhalten. Ich lade jetzt da logischerweise trotzdem den anderen Speicherstand, wo ich also ihr die Rose weggenommen oder die Rose an mich genommen habe. Weggenommen ist ja ein falscher Begriff, wo ich die Rose an mich genommen habe. Erstens, weil es meine erste Entscheidung war und ich sowas ja normalerweise nicht revidiere. Und zweitens, selbst jetzt, wo ich beide Optionen kenne, gefällt mir eigentlich die Option, wo ich ihr quasi ihre Ruhe und ihren Frieden gebe im Tod, besser. Also, selbst wenn ich die Wahl hätte und es mir überlegen würde... Das Gemälde hat sich verändert. Jetzt kann man eine lilafarbene Rose sehen. Und Iris, die bereit ist, sich mit ihrem Mann zu treffen. Wälder von Iris mit lilafarbener Rose. Ah, oh, sehr schön. Aber egal, wie gesagt. Wir laden jetzt den anderen Spielstand. 250. Das war der. Nee, naja, ist egal. Beide sind, beide kommen aufs Gleiche raus. Genau, ich lade ihn jetzt. Also ich spiele dann, weil es wird sich ja logischerweise irgendwas verändern. Ich spiele dann logischerweise mit der ersten Entscheidung weiter. Wie gesagt, selbst wenn ich mich entscheiden müsste für eine von beiden Optionen, würde ich immer noch die erste nehmen, wo ich erstens die Dämonen befreie, die mir den Tipp geben mit dem Glas, und zweitens ihre verdiente Ruhe gebe, und würde nicht das hier nehmen, also die zweite Wahl. Von daher liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.